meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Entlassung zahlreicher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch die brutale Exklusionspolitik des Naziregimes und die dadurch ausgelösten internationalen Migrationsbewegungen gelten zu Recht als bedeutsame Ereignisse in der Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Heute kennt fast jeder zumindest einige der illustren Namen, die Opfer dieser Politik wurden. Albert Einstein und Sigmund Freud, Erwin Schrödinger und Ernst Cassirer, Max Born und Erwin Panofsky, Lise Meitner und Theodor Adorno. Gleichwohl sind die Konturen und Dimensionen dieses Vertreibungsprozesses bis heute nur zum Teil bekannt. Für die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, den Vorläufer der heutigen Max-Planck-Gesellschaft, haben wir durch die Arbeiten von Reinhard Rürup und Michael Schüring mittlerweile ein recht genaues Bild von den Auswirkungen dieser Politik. Zu den technischen Hochschulen liegen dagegen nur Lokalstudien vor und es gibt bislang noch keinen Versuch, ein Gesamtbild zu erstellen. Mit den Auswirkungen der Vertreibungspolitik auf die deutschen Universitäten beschäftigen wir uns derzeit im Rahmen eines Forschungsprojekts, das an der TU Berlin angesiedelt ist und das dankenswerterweise von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wird. Es wurde eben schon kurz erwähnt. Im Rahmen dieses Projekts erstellen wir Biogramme sämtlicher betroffener Lehrkräfte, von den Ordinarien bis zu den Lehrbeauftragten, und analysieren die gesammelten Daten in Bezug auf Entlassungsgründe, Konfession, akademischen Status, disziplinäre Zugehörigkeiten, gegebenenfalls auch mit Blick auf Mitgliedschaft in politischen Parteien und mit Blick auf die Immigrationsländer. Dieses Projekt wird hoffentlich im kommenden Jahr abgeschlossen sein. Ich kann daher an dieser Stelle nur Teilergebnisse präsentieren und möchte auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Zahlen, die ich nennen werde, ganz überwiegend provisorische Zahlen sind. Mein Vortrag ist in vier Teile aufgeteilt. Ich werde zunächst auf den Entlassungsprozess selber eingehen, dann im zweiten Teil mich mit dem Schicksal der Betroffenen beschäftigen, im dritten Teil eingehen auf die Reaktion der Mehrheit und dann im vierten Teil mich mit den Folgen der Entlassungspolitik beschäftigen. Ich komme zum ersten Teil, der Entlassungsprozess von 1939 bis etwa 1938. Die Vertreibung unerwünschter Hochschullehrer begann mit dem bereits erwähnten Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, dessen Geltungsbereich relativ schnell auch auf alle nicht beamteten Hochschullehrer ausgedehnt wurde. Dieses Gesetz richtete sich sowohl gegen Juden und sogenannte Nicht-Arier als auch gegen politische Gegner des Regimes. Zunächst enthielt dieses Gesetz eine Reihe von Ausnahmeregelungen. Ehemalige Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs und Angehörige gefallener Soldaten blieben zunächst ebenso von den Entlassungen verschont wie Hochschullehrer, die schon vor dem Ersten Weltkrieg zu Beamten ernannt worden waren. Es entsprach der spezifischen Dynamik der NS-Diktatur, dass diese Ausnahmeregeln nur von kurzer Dauer waren. Bereits zwei Jahre später startete eine zweite Entlassungswelle. Das Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935, eines der drei berüchtigten Nürnberger Gesetze, befahl die Entlassung jener jüdischen Beamten, die vom Berufsbeamtengesetz noch verschont geblieben waren. Eine dritte Entlassungswelle fiel in die Jahre 1937-38. Diesmal traf es zum einen die sogenannten Vierteljuden und Halbjuden, zum anderen jene Hochschullehrer, deren Ehepartner als Juden oder sogenannte Mischlinge klassifiziert worden waren. In den folgenden Jahren kam es dann nur noch relativ selten zu politisch motivierten Entlassungen.
so verloren verschiedene Privatdozenten und nicht beamtete Professoren ihre Lehrbefugnis, als 1939 eine neue Reichshabilitationsordnung in Kraft trat. Auch einige Ordinarien wurden während des Krieges von ihren Lehrstühlen vertrieben, wenn sie sich, wie beispielsweise der Hamburger Pädiater Rudolf Deckwitz, als Gegner des Nationalsozialismus exponiert hatten. Insgesamt blieb die Zahl der während der Kriegsjahre entlassenen Hochschullehrer aber sehr gering. Das hatte auch damit zu tun, dass während des Krieges ein ausgeprägter Mangel an wissenschaftlichem Nachwuchs sich fast in allen Disziplinen bemerkbar machte. Im Rahmen unseres Forschungsprojektes konnten wir bislang die Entlassungsverluste von 21 der insgesamt 23 damals dort bestehenden deutschen Universitäten eruieren. Ich hoffe, das ist lesbar. Aus unseren Berechnungen ergibt sich, Sie sehen das hier unten auf dieser Tabelle, dass für die Universitäten insgesamt man von einer Entlassungsquote von etwa 19-20% für den gesamten Zeitraum von 1933 bis 1945 ausgehen kann. Wenn wir zu den Entlassenen auch noch jene Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer dazu rechnen, die unter dem Eindruck der politischen Ereignisse freiwillig aus dem deutschen Universitätssystem ausschieden, dann liegt die Verlustquote deutlich über 20%. Einen noch größeren Substanzverlust erlitt die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, die nach den Berechnungen von Rürup seit 1933 fast ein Drittel ihrer wissenschaftlichen Mitglieder verlor. An den technischen Hochschulen hingegen war die Verlustquote nach allem, was wir bisher wissen, vermutlich deutlich geringer. Wir haben uns im Rahmen unseres Projekts auch eine Teilgruppe des Lehrkörpers etwas genauer angeschaut, nämlich die Dozentinnen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Frauen erst seit 1919 überhaupt die Möglichkeiten hatten, sich an deutschen Universitäten zu habilitieren. Und dementsprechend umfasste die Gruppe der Dozentinnen nur eine sehr kleine Teilgruppe von insgesamt 74 Personen im Jahre 1932. Das waren 1,2% des Lehrkörpers. Auffallend ist aber, dass diese kleine Gruppe von der Säuberungspolitik des Regimes überproportional stark betroffen war. Ihre Entlassungsquote lag bei etwa 38% und war damit fast doppelt so hoch wie die der Männer. Die Gründe dafür sind bislang nicht eindeutig klar. Möglicherweise spiegeln diese Zahlen die starken Ressentiments gegen Frauen in der Wissenschaft, die es in Deutschland sowohl vor 1933 als auch nach 1933 in deutlich nachweisbarer Weise gegeben hat. Vielleicht erklärt sich diese Differenz aber auch schlicht aus der Tatsache, dass unter den Wissenschaftlerinnen der jüdische Anteil größer war als unter ihren männlichen Kollegen. Wir haben in unserem Projekt auch die Entlassungsgründe genauer untersucht. Und das Ergebnis ist recht eindeutig, nämlich, dass die bei Weitem größte Gruppe der Entlassenen, mehr als 70%, aus Juden bzw. sogenannten Nicht-Ariern bestand. Von Nicht-Ariern, bei denen man sich immer in meinem Vortrag die Anführungszeichen mitdenken sollte, spreche ich, wenn Personen aufgrund antisemitischer Verfolgung entlassen wurden, obwohl sie nicht oder nicht mehr der jüdischen Religionsgemeinschaft angehörten. Der Historiker Sven Kieners, der im Rahmen unseres Projekts tätig ist, hat sich diese Gruppe von mehr als 70% der aus antisemitischen Gründen Entlassenen genauer angeschaut und festgestellt, dass nur knapp die Hälfte dieser Personen der jüdischen Religionsgemeinschaft angehörte.
Eine knappe Mehrheit war getauft und einige wenige waren konfessionslos. Eine zweite kleinere Opfergruppe bestand aus Hochschullehrern, deren Ehepartner von den Nazis als jüdisch bzw. nicht-arisch klassifiziert worden waren. Diese Gruppe umfasste etwa 9% der Entlassenen. Insgesamt sind damit etwa 4/5 der entlassenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Opfer der antisemitischen Politik des Regimes geworden, obwohl sie mehrheitlich, jedenfalls im konfessionellen Sinne, keine Juden waren. Bei dem restlichen Fünftel haben wir es mit einer äußerst heterogenen Gruppe zu tun. Unter ihnen befanden sich Kommunisten, Sozialdemokraten, Liberale, aber auch beispielsweise Mitglieder der Bekennenden Kirche, Angehörige des katholischen Milieus, Homosexuelle, oppositionelle Konservative und auch einige Mitglieder der NSDAP. Darüber hinaus zeigt unsere Untersuchung, dass die einzelnen Universitäten ganz unterschiedlich von der Entlassungswelle betroffen waren. Das geht sehr schön, hoffe ich, zumindest aus dieser Tabelle hervor. Von den insgesamt 23, hier sind es 21 aufgelisteten Universitäten, haben wir zwei, nämlich Frankfurt und Berlin, die mehr als ein Drittel ihres Lehrkörpers aufgrund der Entlassungspolitik verloren haben. Und auch Universitäten wie Breslau, Heidelberg und Köln waren überproportional von den Entlassungen betroffen. Dagegen gab es andere, wenn Sie nach unten schauen, auf der Tabelle, Universitäten wie Erlangen oder Tübingen, die nur ganz geringfügig betroffen waren. Erlangen etwa hatte eine Verlustquote von 5%. Das ist ein erheblicher Unterschied zu Universitäten wie Frankfurt oder Berlin. Wie kann man diese Unterschiede erklären? Naheliegend wäre hier die Annahme, dass an den einzelnen Universitäten mit unterschiedlicher Härte gegen tatsächliche oder vermeintliche Feinde des NS-Staates vorgegangen wurde. Dass also in Berlin und Frankfurt radikaler gesäubert wurde, durchgreifender gesäubert wurde als in Tübingen oder Erlangen. Tatsächlich hatten die Kultusministerien, in deren Hand diese Politik lag, aber im Falle der jüdischen Wissenschaftler und der sogenannten Nicht-Arier, die, wie gerade erwähnt, das Gros der Entlassenen bildeten, überhaupt keinen wirklichen Handlungsspielraum. Juden oder Wissenschaftler jüdischer Herkunft wurden von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen in jedem Fall entlassen, unabhängig davon, ob sie Kommunisten waren oder hochdekorierte Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs. Demzufolge geben die Entlassungsstatistiken in erster Linie Auskunft über die unterschiedliche Bereitschaft der einzelnen Universitäten vor 1933, jüdische oder Wissenschaftler jüdischer Herkunft in den Lehrkörper der Universitäten aufzunehmen, durch Habilitation oder Berufungen. Als Faustregel lässt sich dabei festhalten, je offener die Universitäten in dieser Hinsicht vor 1933 gewesen waren, desto stärker waren sie nach 1933 von den Entlassungen betroffen. Oder anders und konkreter formuliert, wenn eine Universität wie Tübingen nach 1933 nur sehr geringe personelle Verluste zu verzeichnen hatte, dann lag das daran, dass diese Universität schon in der Weimarer Republik darauf geachtet hatte, möglichst keine Juden zu habilitieren oder zu berufen. Damit komme ich zum zweiten Teil, zum Schicksal der Betroffenen. Was wurde aus den entlassenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, nachdem sie die Hochschule verlassen mussten?
Die Forschung hat sich in den vergangenen Jahren vor allem auf diejenigen Wissenschaftler konzentriert, die nach 1933 emigriert sind. Unter ihnen finden wir eine große Bandbreite unterschiedlicher Lebensläufe. Hier gab es auf der einen Seite talentierte junge Mediziner oder Naturwissenschaftler, die schon vor ihrer Emigration gut international gut vernetzt waren, relativ gut Englisch sprachen und sich wissenschaftlich über Deutschland hinaus einen Namen gemacht hatten. Ihre Chancen in der Emigration, sich eine neue Existenz aufzubauen, waren in der Regel gut oder sehr gut. Herausragendes Beispiel einer solchen Laufbahn ist der Freiburger Physiologe Hans Adolf Krebs, der kurz nach seiner Entlassung als Privatdozent und Assistent noch 1933 eine Einladung nach Cambridge erhielt, später Professor in Sheffield wurde, dann in Oxford und 20 Jahre nach seiner Emigration den Nobelpreis für Medizin erhielt. Das entgegengesetzte Extrem verkörpert die Berliner Historikerin Hedwig Hinze, eine Spezialistin für französische Geschichte. Dementsprechend ist Hinze zunächst nach Frankreich emigriert, wo sie aber nicht Fuß fassen konnte, sodass sie nach einiger Zeit wieder nach Berlin zurückkehrte, wo ihr Ehemann, der renommierte Verfassungshistoriker Otto Hinze, als Emeritus lebte. Angesichts der Radikalisierung des NS-Regimes emigrierte sie 1939 erneut, diesmal in die Niederlande, wo sie wenig später vom Beginn des Zweiten Weltkriegs überrascht wurde. Schließlich erhielt Hinze einen Ruf an eine amerikanische Universität, konnte diese Stelle aber nicht antreten, weil sie kein Einreisevisum für die USA erhielt. Ihre letzten Lebensjahre unter deutscher Besatzung waren durch Depressionen, Vereinsamung und wachsende Todesangst geprägt. Seit April 1942 musste sie den Judenstern tragen. 3 Monate später starb sie nach einem Schlaganfall im niederländischen Exil. Über diejenigen, die Deutschland während der NS-Diktatur nicht verlassen haben, wissen wir relativ wenig. Dabei ist ihre Zahl keineswegs gering. Wie unsere Untersuchung ergab, sind etwa 37% der entlassenen Universitätslehrerinnen und Lehrer nicht emigriert. Auch für diese Gruppe gilt, dass ihr Leben nach der Entlassung sehr unterschiedlich verlief. Für die jüdischen Wissenschaftler oder diejenigen, die vom Regime als Nicht-Arier kategorisiert worden waren, war dies eine Zeit fortschreitender Entrechtung und Demütigung, die in einigen Fällen mit der physischen Vernichtung endete. In den Tagebüchern des Dresdner Romanisten Viktor Klemperer wird dieser Prozess ebenso anschaulich wie beklemmend beschrieben. Demgegenüber gab es manche sogenannte Mischlinge oder jüdisch Versippte oder Personen, die aus politischen Gründen vertrieben waren, die durchaus die Möglichkeit hatten, sich nach der Entlassung aus der Universität eine neue Existenz aufzubauen. Naturwissenschaftler gingen in die Industrie und konnten dort häufig zumindest einige Jahre weiterarbeiten und erhielten gelegentlich sogar Führungspositionen. Juristen arbeiteten weiter als private Rechtsgutachter. Geisteswissenschaftler konnten als Privatgelehrte zumindest einige Jahre weiter publizieren. Ein Mathematiker, der wegen seiner nicht-arischen Ehefrau entlassen worden war, arbeitete fortan für das Reichsluftfahrtministerium, das seine Forschung als kriegswichtig einstufte.
Wir haben in unserer Untersuchung auch gefragt, wie viele der Entlassenen direkt oder indirekt Opfer der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik geworden sind. Und stellte sich glücklicherweise heraus, dass diese Zahl relativ klein war. Etwa 4% der entlassenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler starben in Lagern, wurden als Gegner des Regimes hingerichtet oder fielen auf andere Weise nationalsozialistischer Gewalt zum Opfer. Die meisten von ihnen waren Juden oder jüdischer Herkunft. Andere wie Dietrich Bonhoeffer, Johannes Popitz oder Jens Jessen sind wegen ihrer Beteiligung am Widerstand hingerichtet worden. Neben diesen Opfern nationalsozialistischer Gewalt gab es noch eine zweite Gruppe von indirekten Opfern, nämlich jene Wissenschaftler, die nach der Entlassung oder angesichts der bevorstehenden Entlassung aus eigenem Entschluss ihr Leben beendeten. Diese zweite Gruppe umfasste ebenfalls etwa 4%. Ich komme zum dritten Teil, die Reaktion der betroffenen Hochschullehrer. Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das die Massenentlassungen einleitete, wurde am 7. April 1933 verabschiedet. Und zufälligerweise fand nur 5 Tage später in Wiesbaden eine Rektorenkonferenz statt. Dies war rückblickend betrachtet die letzte Rektorenkonferenz vor der Gleichschaltung der Universitäten. Die meisten der anwesenden Rektoren, von wenigen Ausnahmen abgesehen, waren noch in freien Wahlen zu Amt und Würden gekommen. Auf dieser Rektorenkonferenz schlug der Hamburger Rektor Leo Raape, ein Jurist, vor, man solle doch über einen grundsätzlichen Protest der Rektoren gegen die Entlassung der jüdischen Kollegen nachdenken. Es stellte sich aber rasch heraus, dass die Mehrheit der versammelten Magnifizenzen diesen Vorschlag als gefährlich und aussichtslos ablehnte. Zudem zeigte sich, dass einige der Anwesenden ganz offensichtlich die nationalsozialistische Kritik an der angeblichen Verjudung der Universitäten durchaus teilten. Unter ihnen war der Rektor der Berliner Universität, Eduard Kohlrausch, kein Nationalsozialist übrigens, der Raapes Vorschlag mit folgenden Worten zurückwies, Zitat, wir haben eine schwere Schuld auf uns geladen. Wir haben viele Riegel nicht vorgeschoben, die man hätte vorschieben können. Die Verjudung ist gekommen, weil man sich nicht entgegengestellt hat. Zitat Ende. Der anwesende Rektor der Universität Freiburg, der katholische Theologe Josef Sauer, kommentierte das Ergebnis dieser Diskussion später in seinem Tagebuch. Zitat. Die Judensperre hat leider zu keiner grundsätzlichen Haltung geführt. Es wurde viel von der Würde der Hochschulen gesprochen, aber in keiner Weise diese auch zum Ausdruck gebracht. Eine große Entscheidungsstunde hat uns erbärmlich klein gesehen. Zitat Ende. Diese Diskussion war durchaus symptomatisch für das Verhalten der deutschen Hochschullehrer gegenüber der destruktiven Politik des NS-Regimes. Ein ähnliches Bild zeigte sich nämlich auch auf Fakultätsebene. Von den etwa 100 Fakultäten, aus denen das deutsche Universitätssystem zum damaligen Zeitpunkt bestand, haben sich, so weit bekannt, nur 2 grundsätzlich gegen die Entlassungspolitik ausgesprochen. Das waren zum einen die Philosophische Fakultät Hamburg, zum anderen die Medizinische Fakultät Heidelberg. Die Hamburger Fakultät verabschiedete Ende April bei 2 Gegenstimmen eine Resolution, in der es hieß, Zitat, die Fakultät bedauert die Eingriffe in den Lehrkörper. Der Dekan wird gebeten, dies den betroffenen Herren,
in einem ausführlichen Schreiben mitzuteilen. Zitat Ende. Gleichzeitig wurde dann allerdings vereinbart, über diesen Beschluss Stillschweigen zu bewahren, sodass man annehmen kann, dass der Beschluss in erster Linie der eigenen psychischen Entlastung gedient hat. In Heidelberg äußerte sich die medizinische Fakultät in einer Denkschrift an das Kultusministerium. Darin hieß es: Wir können nicht übersehen, dass das deutsche Judentum teilhat an großen Leistungen der Wissenschaft und dass aus ihm große ärztliche Persönlichkeiten hervorgegangen sind. Gerade als Ärzte fühlen wir uns verpflichtet, unsere Bedenken geltend zu machen, wo die Gefahr droht, dass verantwortungsbewusste Besinnung durch rein gefühlsmäßige oder triebhafte Gewalten verdrängt werde. Zitat Ende. Festhalten lässt sich also, dass grundsätzliche Kritik an der Vertreibungspolitik im öffentlichen Raum selten war und in der Regel, wenn sie geäußert wurde, nur privat geäußert worden ist. Dafür gibt es nach meiner Ansicht im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen ist es ganz offensichtlich, dass die Entlassungspolitik des Regimes von vielen jüngeren Wissenschaftlern 1933, 1934 mit großen Erwartungen beobachtet wurde. Denn natürlich realisierten alle Beteiligten, dass die Karrierechancen des wissenschaftlichen Nachwuchses sich durch die Entlassungen erheblich verbessern würden. Max Planck, der sich für eine ganze Reihe bedrohter Kollegen in dieser Zeit eingesetzt hat, formulierte diesen Zusammenhang 1933 auf eine illusionslose Weise. Als Otto Hahn ihm vorschlug, eine möglichst große Zahl prominenter Professoren zusammenzubringen, um gegen die Behandlung der jüdischen Kollegen, dann kommen morgen 150, die sich mit Hitler solidarisch erklären, weil sie die Stellen haben wollen. Zitat Ende. Dieses Motiv gilt natürlich weniger oder gar nicht für die Lehrstuhlinhaber, für die Ordinarien. Aber auch aus ihren Reihen kam selten grundsätzliche Kritik am Berufsbeamtengesetz und ähnlichen Maßnahmen. Die Minderheit der liberalen Hochschullehrer hielt sich schon deshalb zurück, weil viele von ihnen selber potenzielle Opfer der sich etablierenden Diktatur waren. Bei der Mehrheit der nationalkonservativen Ordinarien dominierte hingegen eine eigenartige Ambivalenz, die auf der einen Seite die Maßnahmen des Regimes für nachvollziehbar oder sogar für notwendig hielt, auf der anderen Seite aber die Auswirkungen dieser Politik im Einzelfall durchaus bedauerte. So schrieb der deutschnationale Theologe Hans Lietzmann im Mai 1933 in einem Brief an einen Kollegen, Zitat: Der Auszug der Kinder Israels vollzieht sich auch hier in Berlin wie überall. Als Ganzes wohl eine Notwendigkeit nach langen Jahren üblen Missbrauchs, aber im Einzelnen zuweilen mit schweren Verlusten menschlicher und wissenschaftlicher Art. Zitat Ende. Ganz ähnlich zwiespältig äußerte sich auch der Berliner Historiker Fritz Hartung. Fritz Hartung war 1933/34 Dekan der Philosophischen Fakultät der Berliner Universität und hat sich in dieser Zeit für eine ganze Reihe von bedrohten Kollegen seiner Fakultät eingesetzt. Aber auch er hatte offensichtlich eine sehr ambivalente Sichtweise auf den Gesamtprozess. Zitat, ebenfalls aus einem Brief: An meiner Brust weinen sich so ziemlich alle beurlaubten jüdischen Kollegen aus. Doch gab es in der Tat Institute, die fast restlos verjudet waren. Insofern begreift man,
die Judenverfolgung. Aber sie hat auch viel Tragik zur Folge, zumal unter den Jüngeren. Zitat Ende. Das dritte Zitat kommt von dem Juristen Otto Köllreuter, der zu den wenigen Hochschullehrern gehörte, die bereits vor 1933 öffentlich für den Nationalsozialismus eingetreten waren. In einem Artikel, den Köllreuter im April 1933 dem Völkischen Beobachter zuschickte, der Parteizeitung der NSDAP, polemisierte er zunächst gegen den Zitat Einfluss des Judentums und eines oft noch gefährlicheren Halbjudentums sowie gegen eine, Zitat, ungeheure jüdische Überfremdung wissenschaftlicher Kongresse. Danach schlug er dann allerdings eine erstaunliche Volte und plädierte gegen einen völligen Ausschluss jüdischer Wissenschaftler aus der Wissenschaft. Ich zitiere: Vor allem möchte ich mich offen dazu bekennen, dass gerade Juden von starken menschlichen Qualitäten als Hochschullehrer tätig gewesen sind. Die vornehme, im besten Sinne liberale Persönlichkeit meines verstorbenen Kollegen Rosenthal an der Jenaer Universität wird mir immer unvergessen bleiben. Und auch heute wirken Kollegen jüdischen Bluts an den Hochschulen, an deren wissenschaftlicher und persönlicher Qualität nicht zu rütteln ist. Zitat Ende. Diese Zitate zeigen, dass, obwohl Hochschullehrer jüdischer Konfession 1932/33 nur etwa 8-9% des Lehrkörpers stellten, viele konservative Hochschullehrer die nationalsozialistische Propagandaparole von einer angeblichen Verjudung der Universitäten übernahmen. Das schloss, wie diese Zitate auch andeuten, eine Unterstützung für einzelne bedrohte Kollegen nicht aus, insbesondere wenn es sich um herausragende Wissenschaftler und beliebte Kollegen handelte. So unterschrieben beispielsweise 28 Hochschullehrer und ehemalige Schüler eine Petition zugunsten des Göttinger Mathematikers Richard Courant. In München setzte sich die Philosophische Fakultät energisch für den Philosophen Richard Hönigswald ein. In Köln machte sich die Rechtswissenschaftliche Fakultät für den renommierten Völkerrechtler Hans Kelsen stark. Und in Halle konnte insbesondere der Historiker Hans Herzfeld mit einer breiten Unterstützung innerhalb der Universität rechnen. Man könnte diese Liste von Interventionen auch noch erweitern. Darauf verzichte ich an dieser Stelle, um die Proportionen nicht zu verzerren. Denn das Signum der Zeit war nicht die Solidarisierung, sondern ein auffallender Mangel an Solidarität mit den Opfern nationalsozialistischer Politik. Ich komme zum letzten Teil, die Folgen der Massenentlassungen. Die Folgen der Massenentlassungen lassen sich in drei Punkten zusammenfassen. Erstens, der wissenschaftliche Substanzverlust. Eine Verlustquote von 19-20% rechtfertigt es nicht, von einer geistigen Selbstenthauptung Deutschlands zu sprechen, wie in älteren Arbeiten zu lesen ist. Allerdings gibt es gute Gründe anzunehmen, dass der durch die Entlassungen verursachte Verlust an wissenschaftlicher Substanz deutlich größer war, als die schiere Zahl der vertriebenen Wissenschaftler vermuten lässt. Insbesondere die Arbeiten von Ute Deichmann und Klaus Fischer zur Geschichte der Biologie, Chemie und Physik zeigen, dass wissenschaftliche Spitzenkräfte unter den emigrierten Hochschullehrern überproportional vertreten waren. Dafür spricht nicht zuletzt auch die große Zahl der Nobelpreisträger unter den vertriebenen Naturwissenschaftlern und Medizinern. Wenn wir auch Wissenschaftler einbeziehen, die den Nobelpreis erst nach der Emigration erhielten, dann ergibt sich eine Zahl von insgesamt 24 Nobelpreisträgern, die vor dem NS-Regime aus Deutschland und Österreich geflohen sind. Eine zweite Folgewirkung habe ich eben schon angedeutet. Die Entlassungen wirkten für die Nicht-Betroffenen als potenzieller Karrierebeschleuniger.
Um 1932 hatte ein Großteil des wissenschaftlichen Nachwuchses ungewöhnlich schlechte Karrierechancen. Nach Berechnungen des Hochschulverbandes konnte von den Privatdozenten und nicht beamteten Professoren der philosophischen Fakultäten Anfang der 1930er Jahre nur etwa ein Drittel darauf hoffen, jemals einen Lehrstuhl zu erhalten. An den medizinischen Fakultäten war es nur ein Siebtel. Aus der Perspektive dieser in ungesicherten Verhältnissen lebenden Wissenschaftlern, die 1932 gute Gründe hatten, sich als eine verlorene Generation zu fühlen, eröffnete sich mit den Massenentlassungen eine zweite Chance und viele von ihnen waren offensichtlich entschlossen, sie zu nutzen. Der massenhafte Eintritt in die NSDAP, gerade aus den Reihen der Assistenten, Privatdozenten und nicht beamteten Professoren, spricht hier eine sehr deutliche Sprache. Dieser Zusammenhang war schon für die Zeitgenossen so evident, dass man 1933/34 an den Universitäten von einer Privatdozentenkrankheit sprach. Eine dritte Folgewirkung der Entlassung ist darauf zurückzuführen, dass die Immigranten, die Deutschland 1933 verließen, in der Regel in die USA oder nach Großbritannien gingen und damit Deutschlands zukünftige Kriegsgegner stärkten. Bezeichnenderweise ist diese Entwicklung in den entscheidenden Jahren zwischen 1933 und 1938 an den Schalthebeln nationalsozialistischer Politik nirgendwo als ein Problem wahrgenommen worden. Das änderte sich 1942/43, als sich nicht mehr leugnen ließ, dass die Wehrmacht auf waffentechnisch zentralen Forschungsfeldern, beispielsweise in der Radartechnik, gegenüber den Alliierten ins Hintertreffen geraten war. Nun begann in Deutschland eine Diskussion über die Defizite der nationalsozialistischen Wissenschaftspolitik, an der sich auch hochrangige Parteiführer wie Göring oder Goebbels beteiligten. Und im Zuge dieser Debatte wurden auch die Massenentlassungen der Anfangsjahre von manchen Zeitgenossen anders gesehen. Auf der Rektorenkonferenz von 1943 wies der Freiburger Rektor Wilhelm Süß, ein Mathematiker, in einem Referat darauf hin, Zitat, dass wir mit den ins feindliche Ausland gegangenen wissenschaftlichen Emigranten der Gegenseite einen nicht unbeträchtlichen Potenzialgewinn geliefert haben. Zitat Ende. Zu diesem Zeitpunkt wusste in Deutschland noch niemand, in welchem Ausmaß einige Emigranten tatsächlich an militärisch brisanten Forschungen beteiligt waren. Weil bis 1945 in Deutschland keinerlei Informationen über das größte militärische Forschungsprojekt der Alliierten vorlagen, das Manhattan Project, also den Bau der amerikanischen Atombombe. Tatsächlich waren es die aus Deutschland geflüchteten Physiker Albert Einstein, Leo Szilard und Eduard Teller, die das Atombombenprojekt der USA in Gang brachten, indem sie den amerikanischen Präsidenten auf das militärische Potenzial der Nuklearenergie hinwiesen. Angetrieben von dem Albtraum, Hitler könne als erster über die Atombombe verfügen, beteiligten sich darüber hinaus zahlreiche weitere Emigranten in führender Position an den Forschungen, die schließlich zur Entwicklung der amerikanischen Atombombe führten. Kurz, mit der Entlassung zahlreicher bedeutender Wissenschaftler haben die Nationalsozialisten das wissenschaftlich-militärische Potenzial der Alliierten gestärkt und damit zur Niederlage der Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg beigetragen. Danke sehr. Wie die Auswahl getroffen worden ist. Woher wusste man, welche Wissenschaftler da auszuschließen waren? Woher kannte man deren Herkunft? Ja,
Das war eine bürokratische Prozedur. Es mussten alle Universitätsangehörigen 1933 einen ausführlichen Fragebogen vorlegen, in dem ihr wissenschaftlicher Status, ihre Religionszugehörigkeit, die Eltern und Großeltern ebenfalls einschließlich der Religionszugehörigkeit aufgelistet werden mussten. Und wenn eines der vier Großelternteile jüdisch gewesen war, selbst wenn dieses Großelternteil später getauft wurde, dann galt die betreffende Person als Nicht-Arier. Insofern kann man davon ausgehen, dass in der Tat diejenigen, die Juden oder jüdischer Herkunft waren, weitgehend vollständig erfasst wurden. Und es musste in diesen Fragebögen auch angegeben werden, ob man irgendeiner politischen Partei angehört hatte. Und wenn das dann eine Partei war, die von den Nationalsozialisten als gegnerisch eingestuft wurde, dann war die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person entlassen wurde, natürlich sehr groß. Sie hatten eine Reihe von Zitaten gebracht, wo für Ausnahmeregelungen plädiert wurde in dem einen oder anderen Fall. Würden Sie nicht auch meinen, dass dieses Plädieren für Ausnahmeregelungen nicht eigentlich die Bestätigung der Regel war, dass man im Prinzip der Meinung war, die Maßnahmen wären schon richtig, aber dass sich alles konzentrierte darauf, diesen einen oder anderen Kollegen davon auszunehmen, aufgrund meritokratischer Elemente, die man da in diesen Gesetzen vielleicht vermisste? Die Idee einer Quotierung ist ja auch nicht neu. In Ungarn war sie am Anfang der 20er Jahre nach dem Bela-Kun-Regime. Im deutschnationalen Bereich war die Vorstellung doch schon sehr lange verbreitet. Es ist doch nicht etwas völlig Neues gewesen. Und wir haben ja auch zu diesem Zeitpunkt keine nationalsozialistische, sondern eine Koalitionsregierung, die diese Maßnahmen verabschiedet. Also ich erinnere mich auch an ein Zitat von Heubner, einem ausgesprochenen Liberalen, der 1935 in den USA auch meinte, der Anteil der Juden sei doch zu groß gewesen. Ist das nicht das allgemeine Klima, dieses Denken jener Zeit, diese Unterscheidung? Daran liegt doch, glaube ich, der Punkt, überhaupt zu unterscheiden zwischen Juden und Nichtjuden, und dass das ein Element sei, was man zumindest begrenzen müsste. Ich stimme Ihnen da vollkommen zu, und ich glaube eigentlich auch, dass ich zumindest versucht habe, in meinem Vortrag genau das auszudrücken, dass in der Tat dieses Nebeneinander von Ausnahmefällen und grundsätzlicher Zustimmung charakteristisch gewesen ist, und dass aber in der Tat in den meisten Fällen, wenn man Einzelne unterstützte, die grundsätzliche Zustimmung durchaus gegeben war. Wobei wir hier von den Konservativen sprechen, das ist die Mehrheit des Lehrkörpers. Daneben gab es eine liberale Minderheit, die hat sich bedeckt gehalten aus Gründen, die ich versucht habe zu erklären, weil sie selber im Prinzip auch sich als gefährdet, zu Recht als gefährdet angesehen hat. Nur eine kleine Rückfrage. Die Zahlen, die Sie uns gezeigt haben, das hatten Sie auch gesagt, bezogen sich auf Universitäten. Sie haben aber auch gesagt, die technischen Hochschulen sind Sie dabei mit reinzunehmen. Gibt es irgendeinen Blick darauf, schon eine Perspektive, wie sich da das Ergebnis vermutlich ausnehmen wird? Sind ganz deutliche Unterschiede zu erwarten? Also wir nehmen die technischen Hochschulen nicht in unser Projekt hinein. Es gibt aber eine Statistik, eine sehr frühe Statistik aus dem Jahre 1937 von dem amerikanischen Soziologen Hartshorn, der zum damaligen Zeitpunkt sowohl Daten für die Universitäten als auch für die technischen Hochschulen erhoben hat. Und wir haben das für die Universitäten überprüft und waren überrascht, wie zuverlässig die zumindest für die ersten Jahre waren. Und da zeigt Hartshorn, dass die technischen Hochschulen eine deutlich geringere Verlustquote hatten, verglichen mit den Universitäten. Wenn ich mich richtig erinnere, waren die Zahlen für die Universitäten 1937 laut Hartshorn bei 16-17%, für die technischen Hochschulen eher so bei 10-11%. Ich würde das damit erklären, dass Juden oder Wissenschaftler jüdischer Herkunft traditionell in
doch geneigt waren, entweder in die Medizin oder in die juristischen Berufe zu gehen. Und die juristischen und die medizinischen Fakultäten waren natürlich an den Universitäten beheimatet und insofern sind vermutlich an den technischen Hochschulen einfach weniger jüdische Hochschullehrer tätig gewesen.